Dann herzlich willkommen zur heutigen Konferenz. Für die Partie am Sonntag sind 2850 Karten weg. Außerdem werden wir für die nächsten beiden Spiele, also gegen Nürnberg und Ingolstadt am 11.11. eine besondere Ticketaktion mit unseren Dauerkartenkunden machen. Thema, Titel der Geschichte ist: Wir haben Geburtstag, ihr bekommt die Geschenke. Die können Freunde mitbringen. Preise und weitere Informationen kommen gleich per Mail. Wir haben zwei weitere Spieler für das All-Star-Game verpflichten können. Rüdiger, wer kommt? Ja, du dann auf alle Fälle. Duda Milo kommt, hat gestern zugesagt. Das ist, denke ich, auch wichtig. Das sollte auch der Abschied sein für Dusan, Richard und Scotty. Außerdem dazu kommt Roland Ferwey. Roland noch trotz seiner Belastung für Sicherheit und Ordnung im Staat zu sorgen. Ja, drei Spiele in der vergangenen Woche. Punkte gab es. Wir blicken auf Mannheim und die Partie gegen Nürnberg. Wie sieht es bei dir in der Kabine aus? Ja, eigentlich soweit ganz gut, muss ich sagen. Es ist, gestern war ja frei. Alle heute im Training waren alle gut erholt. War ein ziemlich gutes Training, muss ich sagen. Alle waren bereit. Und ist auch so ein Punkt, dass man immer wieder im Training, Training ist ja immer die Basis, dass wir da anfangen, wieder Kleinigkeiten besser zu machen. Und das war heute ordentlich. Und ja, morgen geht es ja dann direkt schon weiter. Und da geht es wieder 60 Minuten halt, alles dafür zu tun, um uns eine Chance zu geben, zu gewinnen. Und wird morgen jede Menge Arbeit werden. Und da ist dann ähnlich. Wir haben ja schon mal gesehen hier in Nürnberg, ne, dass Top-Spieler sind auch top besetzt. Aber wie wir sie hier auch schon mal gesehen haben, sind sie durchaus schlagbar. Es ist, wie gesagt, es ist fast mit jedem Spiel, egal gegen wen du spielst, wenn du das heißt die Kleinigkeiten, wenn du insgesamt mehr richtig machst als der Gegner und deine Leistung 100% aufs Eis bringst, hast du immer eine Möglichkeit zu gewinnen. Ja, außer wenn jetzt Mannheim am Limit spielt, dann wird es sehr schwer. Ja, das ist auch logisch, aber wie gesagt, es gilt für jeden Einzelnen in jedem Spiel versuchen, sich zu verbessern, immer an sein Limit zu kommen. Und dann sind wie in der ganzen Liga überall Punkte drin oder auch nicht. Länderspielpause, trainiert ihr, wie viele Tage habt ihr frei? Wir werden bis Mittwoch trainieren und dann bis Montag frei haben. Montag ist dann wieder Training. Montag eigentlich schließlich oder habt ihr? Nee, Montag ist dann schon wieder Training. Also wir haben Donnerstag, Freitag, Samstag, 4 Tage frei. Das ist ja zum Deutschlandcup vorne? Ja. Ich habe nochmal jetzt in der Kabine untereinander mit den Jungs über das Spiel am Dienstag gesprochen. Ja, wir analysieren ja jedes Spiel, aber es war jetzt nicht so, war gestern war ja frei und heute war jetzt so nicht so. Heute habe ich mit einzelnen Spielern gesprochen, aber insgesamt kurz zur Mannschaft gesprochen. Es ist jetzt nicht so riesen Gesprächsbedarf bis morgen. Ja, klar, es sind Sachen gewesen gegen Augsburg, wo wir einfach natürlich morgen besser machen müssen, ja, aber die große Analyse ist jetzt, dafür ist die Zeit jetzt zu kurz gewesen und wir müssen uns jetzt auch auf Mannheim konzentrieren morgen. Personell, was da liegt, verändert von den Reihen? Mal schauen. Heute werden wir heute, mal nachdem gestern frei war, heute war jetzt keine große Veränderung, aber mal schauen. Aber keine gravierenden Veränderungen, wenn dann ein, zwei Positionen. So, du hast jetzt wieder die Zeit für eine Großanalyse zu machen. Heißt das, in der Pause ist ein Zeitfenster, wo du da angehst oder das so siehst und Gesprächsbedarf ist?
Ja, wir, Emma und ich, wir waren auch gestern den ganzen Tag hier oder gestern den ganzen Nachmittag und haben, wir haben natürlich einen Grund, eine Grundanalyse. Ich meinte jetzt, dass wir zur Mannschaft haben wir heute jetzt nicht eine Stunde Videoanalyse gemacht. Na, das ist jetzt zu kurz. Morgen geht es gegen Mannheim, da müssen wir uns darauf fokussieren und die Spiele waren zu eng hintereinander. Es ist, wenn jetzt dann mal wieder normaler Rhythmus ist, dann hast du während der Woche am Dienstag hast du dann nicht mehr Zeit für eine längere Analyse, weil du einfach ja nicht so, wenn jetzt heute eine Stunde Augsburg und dann dies und dann geht es wieder Mannheim, das ist wir müssen jetzt das Wochenende alle Energie nochmal bündeln. Ja, und dann klar, in der Deutschlandcup-Pause werden wir wie immer eine gewisse Analyse ziehen, aber und schauen, wo stehen wir, wie und wo müssen wir weiter ansetzen, um unsere Ziele zu erreichen. Wird da auch nochmal ein bisschen Fitness dann draufgelegt? Ja, du hast ja jetzt, wenn wir dann die 3 Tage noch oder die 2 Tage noch trainieren, dann wird es sicher relativ intensiv sein, aber wir sind ja eine Mannschaft, wir haben ja immer Off-Ice-Training und Fitness-Training, also wir hören ja damit nicht auf. Also bei uns ist es ja jetzt eine Konstante bei uns. Jetzt war es natürlich in den sogenannten englischen Wochen, ist es immer ein bisschen schwerer am Fitness zu arbeiten, also Off-Ice am Fitness zu arbeiten, machen wir schon, aber ein bisschen individueller dann und mit denen halt auch viel. Was ich finde zum Beispiel, dass ein wichtiger Punkt ist, mit denen, die nicht so viel spielen, inspielen, dass wir sofort sehen, wir haben immer Time on Ice, wir sehen sofort, wie viele Minuten hat einer gespielt. Und dann geht er dementsprechend nach dem Spiel noch in Fitnessraum, um zu trainieren. Ja, weil da ist oft so eine Vakanz, dass man sagt, okay, gut, nach dem Spiel, der Daniel hat 22 Minuten gespielt. Aber ein anderer hat vielleicht nur 6 Minuten gespielt, war gar nicht hoch belastet. Und da muss man immer drauf schauen, dass man die halt auch bei der Stange hält, weil vielleicht im nächsten Spiel spielen sie vielleicht 15 Minuten. Ja. Und ja, wie gesagt, in der Pause werden wir auch dann unser normales Programm weiter durchziehen. Wenn man die Peter und Freude zum Nationalteam? Kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, wann die abreisen. Wann fahren die ab? Anfang der Woche? Dienstag. Ja. Dienstag. So weit fahren wir schon hin? Nein, das entscheide ich auch morgen. Ist in Kassel, ja. Ist momentan Kassel, aber die ganze Zeit in Kassel. Okay, in Kassel ist geblieben, trainiert, jetzt haben wir ein bisschen mit denen. Mhm. Bei uns war ja jetzt nicht viel, wir hatten jetzt nicht viel Training. War für ihn besser. Es klappt aber gut mit der Zusammenarbeit, also mit der Zusammenarbeit und mit der Verständigung. Das ist alles kein Problem. Kurz und schmerzlos. Dann vielen Dank. Bis Sonntag.